Hallihallo und herzlich willkommen bei einem ganz kurzen Kurzprojekt von einem ganz kleinen Spiel. Das ist sehr niedlich, das heißt Paranormal. Und das sieht so aus. Nur irgendwie, wenn ich zu lange im Hauptmenü rumhänge, dann springt er immer in diese Szene rein und man ist so eine Art Überwachungskamera. Drück mal einfach die Leertaste. Passiert nichts. Kann ich andere Sachen drücken? Maus. Maus ist nicht schlecht. So, Play. Play wäre schön. Was? Tape 1, Tape 2, Tape 3. Hallo? What? Was ist denn los? 3x3mi! Was? Was ist denn das für ein Name? Bist du zu dritt oder zu neunt? Dankeschön für deinen Follow und willkommen in der bärtigen Runde. Und der Palex möchte seine Mama grüßen. Timer, Junge, Timer. Jo, Timer läuft. Was haben wir hier? Input, Choice, Sing, Numpad oder... Was? Ich würde gerne mit Tastatur und Maus spielen, wenn ich ehrlich bin. Der Genzo! Dankeschön fürs Followen und herzlich willkommen in der bärtigen Runde. What is happening? Ich weiß es auch nicht. Option 2, Quick Version, Option 1, an... Wie kann ich denn Optionen wählen? Ich nehme mal einen Controller, vielleicht bringt das ja was. Hallo? It's Friday, bringt was. July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. Hallo Clark. I'm an artist, and I've come to believe that my house is haunted. Ja, schön. Lately, things have been going bump in the night. Was machst du da noch in deinem Haus? So, I've set up cameras around my studio, and I've got one here, and I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio, this is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I pick those up at Amazon. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. There's some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Heiko, frag mich das am besten nachher in der Pause nochmal. Dann hole ich den mal und dann gucken wir uns den mal zusammen an. Ich hoffe, nicht vergesse ich das nicht. Also, wir sind Künstler. Und, ja, wir würden gern dokumentieren, was hier nicht stimmt. Banone? Banone. Herzlich willkommen in der bärtigen Runde. Ja. Gucken wir uns mal um. So sieht also meine... Ich mache heute mal eine Roomtour mit euch. Warum zur Hölle ist es hier so dreckig? Ich meine, das ist nicht mal eben eine Kaffeetasse verschüttet, das ist auch nicht. Oh, das Bier hat gespritzt beim Aufmachen. Palex 00, Mensch, heute kommen aber viele vorbei. Wunderschönen guten Tag, ich glaube, es hat geklopft. Was tut das? Kann ich hier interagieren? Ich drücke XA, irgendwas, piepup, bloop. Schlüssel mitnehmen, nein. Kann ich Licht ausmachen? Das ist immer eine super Idee, dass ich irgendwelche Kunst, die leuchtet, vielleicht gemacht. Was ist da oben für eine Lampe? Das ist eine Schwarzlichtlampe. Sie ist an, aber es ist hier überhaupt kein Licht. Oh, das ist ja clever. Wieso ist denn hier... Hä? Was ist denn hier? Ach, das ist das kleine Lämpchen. Das ist ja süß. Hier hat es doch gerade schon wieder geklopft. Ach, ich habe hier ein altes, rostiges Fass stehen. Ach, da kommen die schmutzigen Spuren her. Alles klar. Stimmt ja. Stimmt, das alte, schmutzige Fass. Ich bin ja Künstler. Als Künstler braucht man ein altes, schmutziges Fass. Irgendwo, weil man halt komisch ist. Hallo? Die Figuren machen mich echt ein bisschen kirre. Wie läuft es eigentlich mit dem Akku? Wie lange hält denn der? Soll ich mich erstmal umschauen? Ich gehe erstmal in die Küche. La, 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 la. Wer stellt sich denn auf Figuren so hin, ja? Wohnst irgendwo und sagst, du wirst von Geistern verfolgt, also stelle ich mal die Wohnung voll mit Puppen. To-Do-List. Finish Atlas. Das ist wahrscheinlich unsere Statue. Fix Basement Lock. Oh, das Basement Lock ist... Hallo? Ups. Fix Basement Lock. Fix Screen Door Jam. Boah, Trollin. Ah, oh, Trollin. Hi. Herzlicher Hi. Na, du auch da? Hast ein bisschen das Intro verpennt. Guten Morgen. Ja, ja, genau. Guten Morgen ist, wenn man den Kaffee noch nicht ausgetrunken hat. Was? Clean Car. Oh, wir müssen das Auto putzen.
put Crockeries away. Was sind denn Crockeries? Ich werde das schon finden. Take a bath, das schaffe ich. Google Home History. Oh, Trash Dog Food. Wir haben Dog Food. Wo ist denn der Dog dazu? Watch TV, das schaffe ich auch. Sleep the day away, sleep the day away, sleep the fucking day away. Du, die du, babu. Das singe ich immer, wenn, was Schlimmes passiert. Was? Was bist denn du? Das Fiese ist, wie treffe ich denn jetzt eine Auswahl? Was? 1, 4, 3. Okay, ich glaube, ich muss die Kombination des Saves rausfinden. Ich kapiere, wie es geht. Ich muss mit den Nummerntasten antworten. Warum wackelt er denn immer so mit der Cam? Kann er die nicht ruhig halten? Warum habe ich einen Tisch, der mir bis zum Kinn geht? Ich glaube, wir sind ein Zwerg. Wir sind ein Zwerg. Wir sind selbst so eine Figur. Guck mal, ich sehe schon mal unsere Beine nicht. Das heißt, wenn uns so ein Model fehlt, vielleicht fehlt es ja auch, weil sie uns nicht verraten wollen, dass ich selbst eine von diesen Holzfiguren bin, die denkt, sie sei Künstler. Weil sie ein Kunstwerk ist. Wieso läufst denn du nicht über? Ey, das ist wirklich, ich komme gerade vor wie ein Kind. Du klingst, als wärst du leer, aber du bist nicht leer. Das wundert mich. Was macht denn hier Geräusch? Bist du das? Wo kommt denn das Geräusch her? Oh, ich habe eine Taschenlampe! Wow! Ach, das kommt vom Kühlschrank, das Geräusch. Puffer! Alter, was war das denn? Was war denn das? Ach, das ist ein Handy. Warum bin ich so klein? Das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Beep, boop. Ja, steckst dir doch in die Hose. Warum lässt es denn da liegen? Wenn dich jetzt nochmal einer anruft, musst du wieder bis runterrennen. Hui, Rika, wer bist du denn? Hä? Da war... Es ist Tag? Ist es echt... Es ist Tag? Warum bin ich so winzig? Ich bin garantiert so ein Mannequin. Also auf jeden... Und es ist Tag. Und trotzdem ist es Batteries are getting low. Nah, I better charge it when I go to bed tonight. Na, mein kleiner Ampelmann. Willst du mit rauskommen? Komm. Ich glaube, wir lassen ihn lieber hier drin. Sonst gießen wir ihn noch aus Versehen und er wächst, das wäre nicht gut. Okay, Batterien chargen wir also, wenn wir schlafen. Puh, fucking shit, was? Oh. Wie mies, was ist das denn? Was ist zur Hölle? Und es ist helllichter Tag drauf. Wie geht das denn? Meryl, grüß dich. Hallo, hab ich hier schon... Hi Meryl, danke fürs Hosten. Bist ein Schatz. Was ist denn das hier? Hallo? Drückst du das mit E? Mit F? Mit linke Maustaste? Rechte Maustaste? Ich will an dem Rad drehen. Hallo? Ich habe oft genug Half-Life gespielt, um zu wissen, dass man an solchen Dingern drehen muss. Psst. Oh, warum? Es ist Tag und hier ist nichts. Ist der Hund in dem Grab? Rest in peace, boy. Willst du ihn denn nicht mal rauslassen? Das ist ja gemein. Oh, was macht hier solche Geräusche? What the fuck? Ich gehe wieder rein, scheiß drauf. Was macht denn hier solche Geräusche? Ist das hier irgendein Transistor oder was? Also wer auch immer die Wohnung gebaut hat, er hat entschieden etwas gegen Licht. Und ich sollte wirklich mit dem Licht, was ich mit der Kamera mache, aufpassen. Ich mache wieder zu hier. Ja, danke. Also die Hände waren vorher definitiv nicht da. Habe ich irgendwas Sinnvolles gemacht heute? Ich würde gerne noch was googeln, aber ich glaube, der Akku hält echt nicht lange. Du kleiner Pisser. Du standst vorher noch nicht vor der Tür, ne? Du standst vor der Tür. Alter, was ist denn jetzt los? Ich kann nicht mehr steuern. Oh Gott. Akku leer? Ist das schlimm? Ist das schlimm, wenn der Akku leer ist? Nee, ist nicht, ne? Weil du gehst halt einfach ins Bett. Ich kann nicht steuern. What the fuck?
Krass. Krass, wir sind, ich weiß nicht was, bekloppt geworden. Also wenn wir nicht den Akku laden, werden wir, okay. Gut, damit weiß ich, was passiert, wenn wir nicht rechtzeitig ins Bett gehen. Das heißt, sobald der Balken rot wird, Beine in die Hand nehmen und nichts wie ins Bettchen sprinten, weil sonst ist der Geist böse, dass wir ihn nicht mehr filmen. Alter Aufmerksamkeitsgeist. Ich check das mit den Tapes nicht. Hier bleibt das Spiel immer hängen und ich kann nichts machen. Full Version, Quick Version. Will ich die Full Version? Option 1, Option 2. Was auch? Kieler. Kieler 01. Der Kieler in dir. Vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen in der bärtigen Runde. Lol, was war das denn? Früher hat der viel irrer gelacht als an der Stelle. Das war kein Lachen. Das war ja so ein. Und ich mache einen Kopfstand. Input Choice using NumPad or PD. DPD-Pad. Ja, achso. Achso, NumPad. Ah, Option 2 ist Quick, 1 ist. It's Friday. Au, oh, wir können das skippen. Wie schön. Hui! Legends Dark, vielen lieben Dank für deinen Follow. Und willkommen in der Betty. Mensch, jetzt ist aber was los hier. Meine Güte, es zählt ja regelrecht. Irgendwer hat die Käfigtür offen gelassen. Was bist denn du? Anscheinend ein kleines Mäuschen. Oh ja, wir wollten googeln, was mit dem Haus los ist. Was? Was? State California? City of Town San Francisco? Ach so, es gibt so eine richtige Adresse. Kit. Was? Family name is Kit? Ich heiße Kind. I agree to term to use this site, okay? Years in house 17, people 5. Was ist mit dem Haus los? Built during. Hör doch mal auf, so zu wackeln, Junge! Hol dir ein Stativ oder so. Building during the provision cellar. Psst, used the brewery for Brotel? Many owners sell the house within one year of living there for reasons unknown. Also niemand hat es länger als ein Jahr dort ausgehalten und es sind, oh Gott, so viele Leute gestorben. Sarah Foreman, eine 6 Jahre alte Sklavin, wurde umgebracht im Keller. Ihr Kiefer und ihre Zunge wurden entfernt und sie war alleine zurückgelassen worden, damit sie verblutet. Jeremy Flint wurde tot im Bathtub in der Bade. Was ist ein Thub? In der Badetub-Tube. In der Badetube gefunden. Wahrscheinlich eine Wanne. Ich schätze mal, es ist die Badewanne. Evidence indicates suicide. Ah, Selbstmord. Wie schön. Flint was found dead in the kitchen. Jennifer Flint. Ach so, seine Frau wahrscheinlich. In der Küche. Und sie wurde von explodierenden Rohren getroffen. Junge, erst Alien DLC, dann Outlast, was mit Dead Space 2? Treff gut, Dead Space 2 kommt auch sicher, aber das hier ist ein schönes Projekt für zwischendurch und wunderschönen Tag. Bau mir Death Counter. Oh ja, der ist völlig falsch. Sorry, das hab ich. Danke, Koala, danke schön. Ach Gott, wenn ich euch nicht hätte, ich wäre total dämlich. A Sex Slave, ach so, auch noch, auch nicht nur ein normaler Sklave, sondern Sarah Foreman ohne Kiefer war ein Sexsklave. Tut mir leid, dass ich solche wichtigen Fakten einfach hier unter den Tisch kehre. An unnamed infant was found dead in the attic. Und noch ein unbekannter Toter, als ob wir nicht schon genug hätten. File not found, Laura Kitt ist ja. Okay, cool, cool. Haben wir jetzt was von unserer To-Do-Liste gestrichen? Du stehst schön da drüben, ne? Schön da drüben stehen bleiben, kleiner Hampelmann. Haben wir was? Können wir was streichen? Google Home History. Hab ich gemacht? Hab ich gemacht. Ich kann mal ein bisschen Staub saugen, ne? Vielleicht kriege ich den Fleck ja weg. Nee, ich will nicht nochmal. Ich kann sprinten. Ja, sehr gut. Sehr gut. Was ist denn das? Wer. Hatte einfach irgendwann keiner mehr Bock zu verputzen oder Tapete lang zu. Tolle Wohnung. Richtig, richtig tolle Wohnung. Ladetechnisch sieht noch alles gut aus. Huch. Wibble die Wibble. War ich das? Ja, ja, ich bin mächtig. Ich kann Mülleimer entsorgen. Wahnsinn. Komme ich da rein? Nein. Please English.
Whoop. Wie er vorher noch klopft, so tok tok. Hallo? Hallo? Ist mein böser Zwillingsbruder, den wir abends immer mit Fischköpfen füttern, noch da? Nein, ist er nicht. Warum denn das? Oh, die Scherben ergeben aber ein merkwürdiges Muster. Muss mich das jucken? Das finde ich nicht okay. Hä? Warum? Wenn ich mich umdrehe, ist da bestimmt was Schreckliches. Was? Wie? Ihr habt es irgendwie verpennt. Was ist denn das? Ist jetzt komisch. Aber wie... Wie sieht denn das hier aus mit den Scherben? Das macht doch gar keinen... Oh Gott, oh, treff gut. Alter. Ich denke immer gleich passiert was. Irgendjemand hat die Leiter geklaut, die Scheiße. Huch. Nee, doch, da ist er wieder. Hä? Okay, cool, cool. Ja, cool. Vielleicht geht es ja auch gar nicht darum, dass was vor unseren Augen passiert, sondern dass wir das... Boah, noch lauter an der Tür rütteln, bitte. Dass es nicht vor unseren eigenen Augen passiert. Oh Gott, es ist vor unseren eigenen Augen passiert. Oh Gott, oh Gott. Schön, ja. Ich mache mal den Rauchmelder an. Batteries are getting low. Geiler Rauchmelder. I better charge it when I go to bed tonight. Billy sucht noch Munition. Ja, ja, ja. Der Bob und der Billy und der Trager, die teilen sich ja den gleichen Cooler. Hallo? Back in Sweden we have amazing fireworks shows. So America, do your best to impress me. This is the graveyard shift. Enjoy this next song, my friends. Was ist das für ein Radiosender? Ich hab voll Bock auf Orgel und Gruselgeschichten, ja? Oder was zur Hölle ist denn das? Ist das meine Heizung? Das ist ja irre. Ich glaube, ich werde auch bald sterben und ich weiß schon genau warum. Weil irgendjemand ein Feuer in meine Holzwand gelegt hat. So komische Musik. Kann ich die ausmachen? Ich sollte wirklich hochgehen und das Ding laden. Nicht, dass mir das nochmal passiert. Ich gehe zurück. Na, du kleiner Hampelmann, hör auf, mir hinterher zu rennen. Du bist überhaupt nicht gruselig und du riechst nach Holz. Ja, nach dem schlechten, billigen Holz aus Pressspan. Nicht das Gute. Nicht das Laminierte, nein. Du bist schon ganz feucht gezogen und wirst langsam schimmelig. So ein Holz bist du... Warum macht die Kamera flip-flop? Ich hab doch da eine Kamera. Warum schlepp ich noch eine mit mir rum? Ich kann mich doch einfach auch ganz gechillt ins Bett knallen und alles so aufnehmen lassen. Jeden Tag. Das ist das Holz, weißt du? Das arbeitet. Oh, war ja. Jetzt hätte ich mich beinahe wieder ausgesperrt. Upp, Licht aus. Ich leg mich ins Bett. Ja, wir haben so ein... Natürlich haben wir so ein... Natürlich... Guck ich gleich nochmal. Press E to sleep. Ich habe E nicht gepresst zum Sleepen. Oh, das ist die Form... Ah, die habe ich gesehen. Die habe ich gesehen. Die Musik? Was? Hallo, Gronkh-Fan. Gronkh-Fan, du kennst das bestimmt schon. Ja. Ich habe es nämlich auch schon mal bei Gronkh gesehen. Aber nur ein bisschen, nur ein bisschen. Wird der nicht mehr schlafen wollen? Stell dir mal vor, der guckt sich das an, lädt es dann auf YouTube hoch, ne? Und während die Kamera lädt, die da bei ihm vom Zimmer steht. Was bist denn du? Pickledy und Frederik? Wieso nimmt der ihn mit? Zur Hölle? Warum nimmt der einen Fisch mit? Warum ist hier schon wieder alles dreckig? Er kann halt auch nicht. Warte mal, was war denn da gerade? Ach so, das ist das Muster auf unserem Bett. Komm, ey, das ist voll die super Idee, ne? Wenn es im Haus spukt, erst mal Kontakt aufnehmen, ne? Damit die Geister ja auch, ja, merken, dass wir sie mitbekommen. Mach ich Dinge gerade mit ihm? Ich drück mal E. Ja, ja. Hallo. Hallo. Kann nichts machen. Immer wenn ich E drücke, randaliert irgendwer in meinem Haus. Ich lasse es lieber sein. Kann man hier irgendwas tun? Hey, does this thing still work? Alright.
Dr. Schroeder, I'm doing those recordings like you told me to do. I have your list here. And, I'll just do as many tapes as I have to do for our next appointment. Alright, let's take a look. Alright. Kann ich wieder... Nein. My name is Mattel Clark. I live in a house by myself. I moved out with my parent, from my parents' place a few years ago. I'm an artist. I live at home. And, I didn't used to live alone. I had a great dog, a Labrador named Corey. And, this is so stupid. Okay. I had a Labrador named Corey, and on November 12th, I heard him yelping at the bottom of my stairs. I came down, and he was just kind of lying on the ground in a heap. I got him to the vets, and they said he was fine, and they just said he had fallen. That he'd be okay. Extreme fear. But he didn't get okay. Just day in and day out. Oh, laber doch bitte noch eine Stunde, Junge. He stayed at the bar. He just kept him staring. Gut. Ja, ich kann skippen. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte einfach nur die falschen Tasten vorhin gedrückt. Boah, das war ja irre langweilig. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich meine, hinter mir alle möglichen Geräusche. Ich dachte, wenn ich mich umdrehe, sind die Möbel an der Decke oder so. Und er steht da in seinem Zimmer mit dem Rekorder in der Hand. Ja, ich hatte mal einen Hund, ne? Boah, das war ein kleiner mit vier Beinen. Und er hatte Fell. Und eines Tages, war irgendein komisches Foto im Spiegel, hä? Ja, genau. Ich weiß schon, warum es bei dir spukt. Also wer sowas malt, der rechnet ja irgendwie schon damit. So, was sagt die Toilette? Randvoll. Sehr schön. Ich weiß nicht, in so einem Bad passieren auch immer die besten Dinge irgendwie. Gott, wie sieht das denn aus? Es ist alles so riesengroß hier in dieser Wohnung. Ist euch das mal aufgefallen? Es ist wirklich alles. Und hey, Stormylights, schönen guten Tag. Und wer war da noch? Wer war da noch? Ah, alles. Ich hab's vergessen. Die Evie ist auch da. Hallo. Kann ich hier Wasser aufdrehen? Kann ich irgendwas tun? Ich drücke E. E, 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 E. E. Okay, Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Mach etwas, das ist Hirn verbrannt. Ich kann nichts tun. Es gibt nichts zu tun. Na dann, gehe ich wieder. So, Licht aus. Hup. Tür ist wieder von alleine zugegangen. Unhöfliche Tür. Ich mache mal wieder das Licht an. Ich glaube, ich gehe jetzt auch nur noch mit Licht schlafen. Warum hat er hier eigentlich so einen dicken Safe? Und warum, was ist es nur immer in diesen Spielen, dass das Licht so null funktioniert? What if? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, 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 Jungs. Jungs, ihr habt mich voll erschrocken. Ihr habt mich leider voll erschrocken. Wie seid ihr hier reingekommen, ohne die Tür zu benutzen? Es ist nicht riesengroß, so sieht es normal aus. Also ehrlich, so seht ihr die Welt, ihr kleinen Menschen, ihr. Hi Michael. Michael, steh mir bei. Kannst du mir den Thriller tanzen vielleicht? Das passt doch ganz gut. Was ist denn hier eigentlich los? What? Hä? Was war denn jetzt? Hä? Warum macht's... Was macht das überhaupt? Hallo Kamera. Das ist eine tolle Ecke. Genau der Weg zum... Da hinten geht es zu meinem Schlafzimmer. Langsam kriege ich ein Hack für die Geometrie hier in dem Raum. Ich muss eh bald wieder zurück. Ich habe viel zu lange oben rumgeblödelt. Das kann ich eigentlich mir auch aufheben für, wenn ich nach oben renne und merke, ich habe noch ein bisschen Strom. Hi, ihr kleinen Schlüpfer. Bleibt mal schön, wo ihr seid. Kann ich was von meiner Liste streichen irgendwie? Ich hab...
Habe ich überhaupt irgendwas Sinnvolles gemacht jetzt? Ich war auf dem Dachboden. Ich wollte doch noch in den Keller, oder? Erbe und Panda. Wunderschönen guten Tag. Also Raiko, das tut mir wirklich leid, wenn ihr das alle immer so erlebt, wie ich hier gerade. Kann ich die mitnehmen? Nein. Kann ich den Kühlschrank ausmachen? Nein. Kann ich irgendwas tun? Ich kann hier raufgehen und dramatisch fallen. Oh. Ich bin anscheinend nicht so klein, sondern fett. 1984. He's toying with me. Every time I cry, he makes the house shake. I can't do anything. The door won't open. I'm trapped. September 13th, 1984. Marcus, please forgive me for everything. I had to move on when you died. I had to. Jeremy was just so close and so much like you. October 2nd, 1984. The baby was born today. It had Jeremy's face. Marcus killed it. I'm numb. Was? The baby stopped breathing as I held it in my arms. As I cried, my baby stared me in the eyes, only to have those eyes of his roll back into his head, leaving only the white to see. My suicide attempts continue to fail. My husband's spirit is torturing me. Alter! October 13th, 1984. Let me die, please, Marcus. Let me die. Holy shit. Wo hat er denn den... House is haunted. Wo hat er denn den Zettel gefunden? Der lag hier auf dem Küchentisch rum. So ganz plötzlich, so. Das war wahrscheinlich gerade das Halsband von uns. Warum zur Hölle ist denn hier... Bah, ey. Nee. Und draußen ist herrlicher Tag. Das checke ich von allen am wenigsten. Das ist das größte Fan. Oh, der Akku wird bald leer. Der Akku ist bald leer, 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 leer. Ich will nicht wieder platzen. Oder was auch immer. Auf dem Kopf stehen und tanzen. Oh Gott. Warum hast du den Timer gestartet? Ja, 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 ja. Ja, ja. Oh Gott, ich kann... Ach so, auf der Treppe kann ich nicht sprinten. Ja, Stolperrisiko ist ein Faktor. Muss man mit einberechnen, wenn man von Geistern verfolgt wird. Bloß nicht stolpern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will ins Bett, 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 Bett. Yeah! Da läuft Wasser. Da schwebt ein Stuhl? Oder was ist das? Irgendwas fliegt da. Was zur Hölle ist denn das? Ach, das ist der Mülleimer. Meine Geister bringen den Müll raus. Going to sleep will trigger a new day with new hauntings. Oh yay. Vielleicht können wir jetzt mal das Wutschebrett benutzen. Tok tok. Aufstehen, dies hier Weckdienst. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag. Entschuldigung. Wir machen mal hier eine kleine Pause rein für die YouTuber. Den nächsten Tag. Ich würd ungern mitten in einem Tag abbrechen. Und die Tage gehen noch relativ lange, merke ich gerade. Ich hoffe, die Mütze irritiert euch nicht. Hör ich hier Dinge im Menü? Ich glaube, ich höre Dinge. Snapped. Achieve snapped heißt es. Gut. Freunde, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns hoffentlich mal live auf Twitch. Ich werde jetzt nochmal kurz ein kleines Posting mit den Twitchern machen. Wir werden nochmal kurz quatschen. Der Raiko hatte eine Frage. Und der Geist ist so nett, er kocht auch noch für Baume. Meryl, da hast du recht. Gut, alles klar. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssikowski.